Liebe Weißacherinnen und Weißacher, liebe Flachterinnen und Flachter, es freut mich sehr, dass Sie heute den Weg hierher in unsere Strudelbachhalle gefunden haben oder von daheim zuschauen. Sie möchten mehr darüber erfahren, wer die Menschen sind, die sich für das Bürgermeisteramt unserer Gemeinde bewerben. Denn, aber das wissen Sie, deshalb sind Sie heute hier. Bei dieser Wahl geht es um eine ganze Menge. Zunächst aber ein paar Worte zu mir. Wer bin ich? Ich bin 43 Jahre alt, seit über 14 Jahren glücklich verheiratet und Vater von 2 Kindern. Seit 9 Jahren leben wir in Weißach. Unsere Tochter und unser Sohn besuchen hier die Grundschule. Hier in unserem Weißach fühlen wir uns wohl. Was mache ich beruflich? In Tübingen habe ich Geschichte, Geographie und Politikwissenschaft studiert. Nach dem zweiten Staatsexamen habe ich als Lehrer am Johannes-Kepler-Gymnasium in Leonberg meinen Dienst begonnen, wo ich nun seit 11 Jahren tätig bin. In dieser Zeit habe ich zusätzliche berufliche Erfahrungen sammeln dürfen, zum Beispiel als Schulbuchautor im Bereich Wirtschaft. Heute übernehme ich mehrere zentrale Aufgaben in der Schulverwaltung. Ich bin verantwortlich für die Koordinierung der beruflichen Orientierung für alle Schüler. Das bedeutet ein reger Austausch, vor allem mit außerschulischen Organisationen und Unternehmen. Zuständig bin ich auch für die Erstellung der Dienstpläne für über 70 Kollegen und Stundenpläne für knapp 700 Schüler. Das sind Verwaltungsaufgaben, bei denen echte Managementfähigkeiten gefragt sind. Bin ich für dieses Amt überhaupt geeignet? Das ist eine Frage, mit der ich mich vor meiner Entscheidung für dieses verantwortungsvolle Amt zu kandidieren sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Schließlich bin ich nicht der klassische Verwaltungsbeamte. Kann das wirklich funktionieren? Nach mehreren Gesprächen mit amtierenden Bürgermeistern und Verwaltungsprofis kann ich sagen, ja, das funktioniert. Warum? Erstens, zahlreiche Bürgermeister ohne kommunale Verwaltungspraxis beweisen, dass eine Gemeinde von ihrer Kreativität und neuen Herangehensweisen profitiert. Zweitens, Bürgermeister zu sein bedeutet ja so viel mehr als nur zu verwalten. Es sind gerade die sozialen Kompetenzen, die entscheidend sind. Teamfähigkeit, Empathie, Vermittlungskompetenz, das bringe ich mit. Sonst wäre ich kein guter Lehrer. Drittens, vertiefendes Verwaltungswissen werde ich mir problemlos aneignen können. Grundlage hierfür ist mein fundiertes und breites Fachwissen in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Geographie. Mir wurde geraten und Mut gemacht, mich für dieses Amt zu bewerben. Aber was treibt mich an? Warum möchte ich Bürgermeister für Weißach und Flacht werden? Es ist meine Leidenschaft zu gestalten und ich habe den Willen, unser Weißach voranzubringen, das Leben der Menschen vor Ort zu verbessern. Seitdem wir in Weißach leben, habe ich mich in der knappen Zeit neben Familie und Beruf ehrenamtlich engagiert. Zunächst als Elternbeirat im Kindergarten und später im Ortsverband der Grünen, für die ich 2019 für den Gemeinderat kandidiert habe. Als Gemeinderat konnte ich Weißach und Flacht noch besser kennenlernen in die laufenden und anstehenden Projekte, kurzfristig und langfristig. Ich musste jedoch feststellen, dass sich die Gemeinde dabei leider manchmal selbst ausbremst, indem viel wertvolle Zeit mit den Dingen aufgewendet wird, die in der Vergangenheit schiefgelaufen sind. Die Zeit und Energie fehlen, um die wirklich wichtigen Herausforderungen konstruktiv und im gemeinsamen Dialog anzugehen und endlich richtig nach vorne zu schauen. Daher ist in mir der große Wunsch gereift, das jetzt zu machen. Welche Ziele habe ich? Wie möchte ich sie umsetzen? Zunächst das Wie. Sachorientiert, ehrlich, auf Augenhöhe, bürgernah und transparent. Ein Beispiel. Wer von Ihnen kennt das RIS, das sogenannte Ratsinformationssystem? Wundern Sie sich bitte nicht, sollten Sie diese Frage für sich gerade mit Nein beantwortet haben. Wenn ich nicht Gemeinderat wäre, wüsste ich vermutlich auch nichts mit diesem Wort anzufangen. Über die Internetseite der Gemeinde können Sie sich die Sitzungsunterlagen am Tag einer Gemeinderatssitzung herunterladen und vorab studieren. Mein Anspruch ist aber ein anderer.
Politik muss verständlicher und näher beim Bürger sein, muss alle Bürger über passgenaue Kanäle erreichen. Der bereits eingeschlagene Weg hin zum digitalen Rathaus ist gut und muss weitergeführt werden, um beispielsweise bequem und schnell die Briefwahlunterlagen anzufordern. Aber was ist mit der älteren Bevölkerung, die das Internet nicht so nutzen kann und will wie die Jüngeren? Die dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Der persönliche Kontakt wird bei mir immer an erster Stelle stehen und kann nicht ersetzt werden. Wir müssen mehr miteinander anstatt übereinander reden. Dazu gehört übrigens auch eine stärkere Einbindung der jungen Generation, die so politisch interessiert und aktiv ist wie seit langem nicht. Wir müssen ihnen auch auf kommunaler Ebene die erforderliche Plattform geben. Weissach braucht unbedingt einen Jugendgemeinderat. Ich will das gemeinsam mit den Jugendlichen umsetzen. Dabei geht es einerseits um grundsätzliche Fragen, wie sich die Gemeinde in Zukunft entwickeln soll, aber andererseits auch um ganz konkrete Alltagsthemen wie die Nachtbusverbindung nach Leonberg. Fortschritt kann nur miteinander im gemeinsamen Dialog gelingen. Die Menschen vor Ort sind die besten Experten. Sie alle hier kennen ihre Gemeinde, teilweise seit Jahrzehnten. Das ist von unschätzbarem Wert. Ein Beispiel. 2019 hat sich mit dem Ideencafé ein Bürgerforum gebildet, in dem ganz konkrete Projekte ausgearbeitet wurden, zum Beispiel Schulpatenschaften, um Jung und Alt zusammenzuführen oder die Mitfahrbänkle für ein zusätzliches Mobilitätsangebot. Voraussetzung ist jedoch, dass auf dieses Expertenwissen auch zurückgegriffen wird. Ganz aktuell sehen wir das bei der Unterstützung der Flüchtlinge aus der Ukraine. Da gibt es unglaublich viel Hilfsbereitschaft aus der Bürgerschaft, von Ehrenamtlichen aus den Vereinen. Hier sind vor allem Helfen mit Herz, CVJM und Forum Asyl zu nennen. Hier will ich als Bürgermeister unterstützen, mich beispielsweise dafür einsetzen, dass unbürokratisch und kostenlos gemeindeeigene Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Besondere Notsituationen erfordern besondere Maßnahmen. So funktioniert für mich Gemeinwesen. In den vergangenen Wochen habe ich viele Gespräche mit unseren Vereinen geführt. Es ist für mich sehr beeindruckend, wie viel bürgerschaftliches Engagement es in unserer Gemeinde gibt. Unsere Gemeinde wäre sehr arm ohne diese Vereine, denn sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag für das soziale Miteinander, für ein breites Freizeitangebot. Sie sind Bildungsstätten und bereichern das kulturelle Leben. Und das gilt beispielsweise sowohl für die beiden großen TSV-Sportvereine als auch für das Heimatmuseum oder den Kegelsportverein hier nebenan. Die Vereine brauchen wir dringender denn je. Dafür stehe ich ein. Auch trotz angespannter Haushaltslage gilt es nun, die Vereine mit Fingerspitzengefühl gerade nach der schweren Corona-Pandemie bestmöglich zu unterstützen. Ich war in den letzten Wochen viel in Weissach und Flacht unterwegs und habe mit vielen Bürgern gesprochen. Häufig wurde das Rathaus zum Thema, das zurzeit, seien wir ehrlich, keinen guten Ruf in der Bevölkerung genießt. Lange Wartezeiten, eine schlechte Erreichbarkeit, manchmal unbefriedigende Auskünfte. An dieser Stelle muss ich die Rathausmitarbeiter aber in Schutz nehmen, denn sie haben mit erschwerten Bedingungen zu kämpfen. Hauptursachen für die derzeitige Situation im Weissacher Rathaus sind eine chronische Unterbesetzung sowie eine extrem hohe Fluktuation. Auch im Rathaus brauchen wir dringend ein neues Miteinander. Dazu gehört auch ein Personalrat. An meiner jetzigen Dienststelle wurde ich selbst für 5 Jahre in den Personalrat gewählt und weiß daher, wie wichtig und am Ende gewinnbringend das für beide Seiten ist. Die Gemeinde muss wieder eine attraktive Arbeitgeberin werden. Das hat zu Beginn für mich oberste Priorität. Ansonsten kann alles andere nicht funktionieren. In ganz besonderer Weise wird der Mitarbeiterschwund im Bereich der Kinderbetreuung deutlich. Viele Mütter und Väter haben mir in den letzten Monaten von verkürzten Betreuungszeiten und kurzfristig angekündigten Schließungen kompletter Einrichtungen berichtet. Das stellt Familien vor sehr große Probleme, wenn es darum geht, Beruf und Familie zu vereinbaren. Als Familienvater kenne ich das. Mit dem bekannten Fachkräftemangel im Bereich der Kinderbetreuung haben auch andere Kommunen zu kämpfen. Dennoch hat Weissach bei diesem Thema noch viel Luft nach oben. Ich werde den Personalmangel angehen, durch gute Arbeitsbedingungen in Weissach und den Erzieherinnen mehr Wertschätzung entgegenbringen. Schließlich vertrauen wir ihnen unser Wertvollstes an. Zur Wahrheit gehört aber auch, die Probleme können nicht von heute auf morgen gelöst werden. Deswegen ist eine offene und ehrliche Kommunikation
auf Augenhöhe zwischen Eltern, Kindergärten und Gemeindeverwaltung sehr wichtig und für mich selbstverständlich. Und auch unsere Schulen verdienen unsere besondere Aufmerksamkeit. Wie heißt es doch so oft in Sonntagsreden? Kinder sind unsere Zukunft und Bildung unsere wertvollste Ressource. Dann sollten wir auch danach handeln. Unsere Kinder sind unsere Zukunft und sie sollten uns das wert sein. Im Zentrum stehen für mich auch die älteren Generationen. Die Seniorenarbeit zur sozialen Unterstützung und Integration braucht in unserer Gemeinde einen höheren Stellenwert. Zum Beispiel für das problemlose Zusammenkommen bei den Seniorentreffs im Rosa Körner und Otto Mörike Stift fühle ich mich als Bürgermeister verantwortlich. Die jüngeren Generationen dürfen nie vergessen, dass wir den heutigen Wohlstand der alten Generation zu verdanken haben. Deshalb möchte ich die Generationen von jung bis alt zusammenführen, Orte der Begegnung schaffen. Unser Jahrhundertprojekt Neue Ortsmitte Weissach bietet hierfür eine einmalige Chance. Kinder und Ältere stehen für mich auch im Mittelpunkt, wenn es um den Fußverkehr geht, da diese neben den Geh- und Seh-Eingeschränkten die schwächsten Verkehrsteilnehmer sind. Fußwege müssen barrierefrei begehbar sein und Schulwege müssen sicherer werden. Dazu gehört beispielsweise auch eine sichere Fahrbahnüberquerung an der Bushaltestelle Sportplatz in Flacht. Und an dieser Stelle beim Thema Sicherheit muss ich mit Nachdruck betonen, dass Grundvoraussetzung für die Sicherheit in der Gemeinde unsere Feuerwehr ist. Als gewählter Bürgermeister kann sich die Freiwillige Feuerwehr auf die erforderliche Wertschätzung und materielle Ausstattung verlassen. In der heutigen Zeit ist das Auto unverzichtbar. Ich habe allerdings zum Ziel, Alternativen zum Auto attraktiver zu machen. Für den ÖPNV möchte ich kurz zwei Maßnahmen nennen. Die Wiedereinführung des vergünstigten Ortstickets sowie die Reaktivierung der Strohgäubahn. Ein Projekt, das sich aufgrund der geplanten Wohnbebauung auf dem Wöhr-Areal lohnen kann. Ein sehr großes Potenzial sehe ich beim Radverkehr. Auf dem Weg von Weissach hierher zur Strudelbachhalle muss jeder Fahrradfahrer sehr viel Mut mitbringen, wenn er auf der flachen Straße von Fahrzeugen mit Tempo 50 bis 60 so dicht überholt wird, dass er auf das Autodach klopfen kann. Alle, die nicht so mutig sind, lassen das Fahrrad lieber stehen. Das möchte ich ändern durch ein vernünftiges und ortsübergreifendes Radwegekonzept und somit attraktive und vor allem sichere Fahrradwege schaffen. Alle diese Vorhaben kosten natürlich Geld. Ohne eine funktionierende und zukunftsfähige Wirtschaft verliert die Gemeinde ihre Gestaltungsspielräume. Für alle Unternehmen werde ich ein offenes Ohr haben, auf deren Bedürfnisse eingehen. Ganz besonders gilt dies für die Gewerbetreibenden, die von der Gestaltung der neuen Ortsmitte in Weissach betroffen sind. Nur zusammen mit dem Einzelhandel als Partner kann dieses Jahrhundertprojekt erfolgreich sein. Ich komme zum letzten großen Themenfeld, Klimaschutz. Im Gemeinderat wurde bereits der Klimaleitplan mit konkreten Zielen beschlossen. Jetzt geht es darum, diesen Plan auch zügig umzusetzen. Für mehr Klimaschutz, was schlussendlich auch noch bares Geld spart. Ein besonders großes Potenzial sehe ich in der energetischen Sanierung öffentlicher Anlagen, Gebäude sowie durch die Installation von Photovoltaikanlagen, etwa durch eine Bürgergesellschaft oder Bürgergenossenschaft, wodurch alle profitieren. Die Folgen des Klimawandels spüren wir schon jetzt, hier. Die Sommer werden heißer und trockener, so wie heute. Die Hitzeperioden immer länger und führen gerade bei älteren Menschen zu gesundheitlichen Schwierigkeiten. Gleichzeitig gibt es immer mehr schwere Unwetter. Nahezu jedes Jahr werden Weissach und Flacht von Überschwemmungen durch Starkregenereignisse heimgesucht, wie zuletzt vor ziemlich genau einem Jahr mit erheblichen Schäden. Deshalb werde ich als Bürgermeister das Starkregenrisikomanagement endlich angehen und dafür sorgen, dass unsere öffentlichen Plätze durch mehr schattige Bereiche, mehr Grün und mehr Wasser für künftige Sommer gerüstet sind. Sie sehen, was mich in allen Bereichen leitet, egal ob es um die Verbesserung der Strukturen im Rathaus geht, um verlässliche Betreuungsangebot für unsere Kleinsten, um ein attraktives Radwegenetz oder um die Stärkung unserer Vereine. Was mich in allen Bereichen leitet, ist, dass ich die Herausforderungen, vor denen unsere Heimat steht, pragmatisch und immer im Dialog mit Ihnen, mit dem Gemeinderat, den Vereinen und Ehrenamtlichen und den Unternehmen angehen will. Machen wir uns miteinander auf den Weg für die Zukunft von Weissach und Flacht. Dafür bitte ich Sie um Ihr Vertrauen am 3. Juli bei der Wahl zum Bürgermeister für unser Weissach. Vielen Dank.